Achtung! Hilfeleistung, Einsatz für KEF 1, RTW 1. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ihr seht's, heute sind wir mal als Rettungsdienst unterwegs. Ihr hattet es euch gewünscht und deswegen dachte ich mir, machen wir das heute mal als kleine Abwechslung zum normalen Feuerwehralltag. Ich würde sagen, wir machen das gewohnte Spiel. Einmal Motor an, Blaulicht an und los geht das. Wir rücken aus und zwar heute zusammen mit den Kollegen vom KEF da vorne. Und wir fahren einfach mal hinterher, die werden den Weg schon kennen. Das sind, glaube ich, das ist so eine Kombination aus RTW und kleinen Einsatzfahrzeug, wo man vermutlich mit flauem Magen ausrückt, denn gerade bei Hilfeleistung könnte es auch eine Türöffnung sein. Und wenn es eine Türöffnung ist, dann weiß man nie so ganz, was einen da hinter der Wohnungstür erwartet. Das kann ja alles sein. Insofern lassen wir uns mal überraschen und hoffen das Beste. Jetzt müssen wir uns allerdings erstmal auf den Verkehr konzentrieren. Denn in der letzten Folge habe ich da manchmal ein bisschen spät das Horn bedient, möchte ich sagen. Das möchte ich heute ändern. So. Dann brausen wir mal durch den Verkehr. Der RTW ist auch ein bisschen träger als das kleine Einsatzfahrzeug da vorne. Da ist hier wieder eine Schote hier, der Opel. Ja, ja. Ein freches Fahrmanöver. So. Aber die Kollegen scheinen Zeit zu haben. Wir machen mal aus, das Ding. Ich habe mir auch eure Kommentare unter der letzten Folge durchgelesen. Und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass ich doch relativ mutig da weggefahren bin vom Einsatzort in der letzten Folge. Denn gerade bei solchen Bränden kann es zu Glutnestern kommen. Oder es ist wohl in der Realität oft so, dass es noch welche gibt. Und deswegen sollte man immer noch mal mit der Wärmebildkamera das Ganze überprüfen. Und gegebenenfalls mit der Forke da durchkämmen. Geht ja auch hier in Notruf 112. Machen wir dann nächstes Mal. Ich dachte mir, das Feuer ist aus. War es offensichtlich noch nicht. Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. So, hier machen wir nochmal an. Das ist aber auch eine Verkehrssituation, du. Immer wieder ein Highlight. Hier vorne rechts das Krankenhaus. Und wir sollen jetzt noch 900 Meter fahren. Eine kleine Weltreise hier. Die wir hier hinter uns bringen. Immer wenn man hier kein Gas gibt, dann bremst der RTW sofort ruckartig ab. Ist nicht so gut ausbalanciert. So, aber hier ist das Ziel schon. Okay. Ein bisschen wild, was das Navigationssystem da immer anzeigt. Aber ich nehme an, das liegt daran, dass wir etwas andere Position hier haben. Und das Navigationssystem in Notruf 112, das gibt immer nur den schnellsten Weg, keinen einheitlichen Weg für alle Einsatzkräfte an. Insofern wurde hier vermutlich unterschiedlich was berechnet. So, Polizei ist vor Ort, KEF ist vor Ort, RTW ist vor Ort. Wir fangen mal mit dem Absitzen an und müssen hier erstmal Einsatzstelle drücken. Und dann steigen wir direkt mal aus und dann schauen wir uns mal an, was hier zu tun ist. So. Ja, müssen wir hier erstmal die Trage rausholen. Das machen wir natürlich direkt. Zack. Und dann holen wir sie einmal raus. Der Kollege wartet schon vorne. Und jetzt the magic. Zack. So. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier auch mal absitzen und die Ortsbegehung starten und wechseln dazu einmal in die KEF-Besatzung. Das ist jetzt vermutlich ein bisschen spannender. Wechseln nochmal schnell hier rein. So, machen wir einmal schnell hier auf. Da sehen wir nochmal die ganze Ausrüstung, die wir schon aus der letzten Folge kennen. Und dann schauen wir uns die Szene mal an. So, gehen wir nach oben, ne, Günther? Ah, ich grüße Sie, hallo. Die Feuerwehr. Moin. Erzähl mir mal, was hier passiert ist. Die Wohnungshalterin ist eine gewisse Frau Berner, 86 Jahre alt, sie lebt allein. Sie ist laut Aussage der Angehörigen seit einer Woche weder telefonisch zu erreichen, noch öffnet sie die Tür. Wir hatten bisher auch keinen Erfolg. Es bleibt nur die Tür zu öffnen und nachzusehen, was mit ihr los ist. Okay, ich fange dann mal an. Ja,
Das sind genau die Einsätze, ne? Wir machen mal die Türöffnung hier. Und wechseln hier in den Maschinisten. Das sind genau die Einsätze. Man weiß natürlich jetzt nicht, was hier hinter der Tür ist, aber es könnte auch sehr böse sein. Naja, wir öffnen mal die Tür. Ein bisschen ungelenkig. So. Hallo, die Feuerwehr. Die Tür ist offen. Genau, haben wir einmal schnell durchgegeben. Ah, da kommt auch schon der Rettungssanitäter. Am besten wechseln wir mal hier rein. Und dann gucken wir uns mal an, was hier zu tun ist. Ah, die Feuerwehr. Ich grüße Sie. Wir sind schon vom Schlimmsten ausgegangen. Huch, was ist hier los? Wer sind Sie? Ganz ruhig, wir sind von der Feuerwehr. Geht's Ihnen gut, Frau Berner? Ihre Familie schickt uns, sie konnte sie seit Tagen nicht erreichen. Bitte was? Jemand schickt sie und möchte mich ergreifen? Was soll das alles? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin von der Feuerwehr. Alles gut, die Sanitäter werden gleich nach Ihnen sehen. Wir sind ja jetzt hier schon die Sanitäter. Insofern würde ich sagen, Sie sind ja noch ganz gut zu Fuß, oder? Ja. Da würde ich sagen, ich bringe Sie zum Rettungswagen. Kommen Sie mal mit. So, wir gehen ganz langsam. Schüssikowski-Kollege. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Wir sind fertig. Sie kommen noch mit, ne? Jo. So. Wenn ich könnte, würde ich Sie jetzt hier stützen. Aber geht ja leider nicht im Spiel. Insofern muss sie das Geländer stützen. Wieso sind Sie denn nicht ans Telefon gegangen? Gute Frau. Was war los? Eigentlich sieht die ja ganz fit aus, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die genau hin muss. Bitte bleiben Sie in meiner Nähe. Ah, jetzt haben wir hier eine Spur. Dann bringen wir die Dame mal hier hin. Und dann bleiben sie hier mal stehen. Und dann machen wir jetzt hier den Rest. Verstanden. Müssen wir hier... Sie müssen deutlicher sprechen. Ich bin schon alt, wissen Sie? Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus. Ich helfe Ihnen auf die Trage. Ah, und da wird sie auch schon reingeschoben. Gut. Dann ist ja alles hier geschafft. Dann würde ich mal sagen, zusammenpacken und wir fahren jetzt mit der Dame ins Krankenhaus. Kollege, einmal zur Seite gehen. Der Rettungsdienst, ihr wisst es, ist ja hier in Notruf 112 nur so eine Nebensache und ich kenne mich mit Rettungsdienst wirklich null aus. Ich bin noch nie mitgefahren in einem Rettungswagen. Dementsprechend keine Ahnung, wie das jetzt alles korrekt vonstatten geht. Vermutlich müsste man jetzt hier auch nicht mit Blaulicht fahren. Ach, Ihre Schwester wartet auf Sie, glaube ich. wir müssen links fahren, okay. Ich weiß nicht genau, wie das vonstatten geht und ich weiß auch nicht, was man jetzt genau in der Situation machen würde. Ich nehme allerdings an, dass man erstens ohne Blaulicht zurückfährt in so einer Situation, scheint jetzt nicht ganz so dringend zu sein. Und zweitens würde man die Dame, glaube ich, nicht auf der Liege platzieren, sondern auf diesem Stuhl, der immer mit an Bord ist, oder? Aber gut, wir machen das jetzt einfach mal so, wie das Spiel das von uns verlangt. So, komm. Der wartet. Danke. Sind ja auch nur 600 Meter bis zum Krankenhaus. Dann haben wir uns das auch mal angeschaut. Wirklich interessant wäre die ganze Geschichte natürlich erst, wenn man hier auch so Medikamente verabreichen könnte oder so rudimentär irgendwie Wunden verheilen könnte oder sowas nach Verkehrsunfällen. Das geht aber leider alles nicht. So, dann warten wir mal. Noch alles gut hinten? Bitte? Verstehe sie nicht. Ich
Ich habe eine Zeit lang, habe ich so ein Praktikum im Altenheim gehabt. Deswegen kenne ich das alles. Aber herzensgute Menschen gewesen. Aber da musste man auch immer sehr laut sprechen. So. Dann fahren wir da vorne nochmal schnell links. Und dann dürften wir gleich auch schon da sein. Was mal? Sagen Sie mal, was sind das hier für Schoten? Ich glaube, wir können noch die Polizei nachalarmieren hier. Was ist mit ihm los? Man weiß es nicht. Alle verrückt hier wieder heute. Kannst du keinem erzählen, was hier wieder vor sich geht. Müssen wir hier noch irgendwie die Matrix ausschalten? Weil hier wird immer noch Feuerwehreinsatz angezeigt. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwo ausschalten können. Haben wir hier noch irgendwo eine Möglichkeit? Ne. Wir fahren einfach mal normal weiter. Vielleicht versucht derjenige, der da im Kreis fährt, immer noch eine Rettungsgasse zu bilden von der Anfahrt. Das könnte natürlich sein. So, da vorne ist aber jetzt das Krankenhaus. Da lassen wir die Dame einfach untersuchen. Und dann kann das Krankenhaus alles weitere entscheiden. So. Gute Frau, da sind wir. Angekommen. Eigentlich bleibt einer der beiden, also ich glaube der, ich weiß jetzt nicht, welcher der Rettungssanitäter und was der andere ist, aber ich glaube der auf dem Beifahrersitz sitzt, bleibt doch eigentlich auch hinten bei dem Patienten während der Fahrt, oder? Naja, da sind wir ja wieder. Ich meine, die Dame heißt Frau Berner, oder? Na, wie auch immer, wir sind angekommen. Na, sie scheint es noch nicht so ganz realisiert zu haben. Dann einmal runter machen. Und dann, wo müssen wir die hinbringen? Hier vorne. So. Aufhören. Na. Ich wechsle mal in den... Okay. Ist fertig. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, ne? Der Kollege hat sich nochmal schnell erbarmt und ist hier zurückgekommen. Ausgestiegen. Gut. Dann fahren wir alles ein und dann geht's zurück zur Wache. Also es war ein ganz netter Einsatz. Es war ja ein positives Ende und die Dame war ja auch wirklich putzig hier. Aber ihr seht... Der Rettungswagen, der ist hier wirklich nur sehr, sehr rudimentär umgesetzt und dient nur dazu, dass er eben auch mal zum Einsatz kommt, beziehungsweise wurde umgesetzt, weil er sowieso im Spiel ist. Aber der kann nicht oder der ist nicht auf dem gleichen Level dargestellt wie zum Beispiel das LF24 oder andere Fahrzeuge. Also hier geht es doch eher um Brände und um technische Hilfeleistung und um andere Sachen, aber nicht so sehr um das Retten. Also die Aufgaben des Rettungsdienstes, so muss man es korrekt sagen. Wie auch immer, das soll soweit von der Folge gewesen sein. Ich fand es ganz interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder reinschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss.